Herzlich willkommen bei meinem täglichen Blog-Video. Es ist heute der 19. Dezember, kurz vor 17:30 Uhr. Ich wollte euch noch schnell erzählen, ich habe heute schon 18 Blog-Aufrufe, wir sind jetzt 78, dieses Monat 188 und gesamt 626. Ich hoffe, ich schaffe die 500 im Monat. Es fehlen ja nur noch 12. Und ja, mir geht's heute ganz gut. Ich war gerade Twitter wechseln, wie ich es in den letzten drei Videos schon angekündigt habe. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ohne Blasentzündung geht das auch halbwegs. Trotzdem habe ich jedes Mal Angst davor, weil es eben ein bisschen weh tut und nicht so cool ist. Ich wurde gefragt, warum ich in meinen Videos immer so depressiv wirke. Das ist teilweise so, weil ich wirklich depressiv bin. Und teilweise so, weil ich einfach müde bin über den Tag hinweg. Entweder ich mache die Videos so früh, dass ich erst aufgestanden bin, oder ich mache sie so spät, dass ich dann schon wieder müde werde. Außerdem bin ich durch die Krankheit, durch die MS, ständig müde. Und seit ich den Schub habe, bin ich noch müde. Und das merkt man auf den Videos. Außerdem habe ich nicht so eine enthusiastische Stimme. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch trotzdem. Ich habe jetzt 59 Abonnenten. Würde mich über ein paar mehr freuen. Aber es wächst stetig. Und was gibt es halt sonst noch zu erzählen? Ich bin heute um 9:30 aufgestanden, duschen, weil die Volkshilfe da war. War eine Stunde später fertig. Es dauert halt eine Stunde und das ist immer ziemlich anstrengend für mich. Heute gibt es kein Main-Thema oder so. Ich weiß auch noch nicht immer, was ich in meinem Blog schreiben soll. Wenn irgendwann ich die Hardbetonte das Video posten, was ihr wissen wollt oder so. Wieder nichts vorbereitet, aber hat es nicht viel passiert, außer dass wir 2 Stunden in Jabs gesessen sind. Ich habe wieder viel zu viel geraucht und viel zu viel Kaffee getrunken. Da wundert es dann nicht, dass ich nicht schlafen kann und keinen Hunger habe. Aber das ist halt bei mir so. Und Bernhard habe ich heute einmal kurz telefoniert. Ich warte noch immer auf meinen Amazon Echo. Der wird morgen wahrscheinlich nicht kommen. Erst so um den 26. herum. Mal schauen. Ich mache auf jeden Fall ein Unboxing, weil einige Likes dafür bekommen haben. Mein Little Box Unboxing wurde einige Mal disliked. Damit kann ich umgehen. Das ist auch okay. Es war nicht recht professionell gemacht. Es wurde aber auch geliked. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und dann möchte ich mich noch für den netten Kommentar von Kevin bedanken, der selbst krank ist und mich echt aufgebaut hat. Weil er gesagt hat, ich mache gute Videos und mein Blog ist gut. Und er ist ganz zufällig auf mich gestoßen, so wie viele von euch. Und natürlich mache ich auch viele Hinweise auf Facebook, aber nicht bei jedem Video, nicht bei jedem Blogpost. Und trotzdem schauen sich die Leute den Blog und den Videoblog an. Und das freut mich. Sonst möchte ich nur meine Freunde auf Facebook grüßen. Wie jeden Tag. Und heute gibt es einfach nicht mehr.
Morgen kann ich dann mehr erzählen, wenn ich morgen überhaupt ein Video mache, weil ich mit Christine weggehe, meiner Physiotherapeutin. Das habe ich auch schon im vorigen Video gesagt. Aber es könnte etwas später werden und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich ein Video mache oder nicht. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, das wird lustig. Aber wir werden wahrscheinlich nicht auf den Christkindlmarkt oder Weihnachtsmarkt gehen, weil der, wo wir hinwollen, nicht besonders gut ist, hat mir mein Therapeut gesagt. Und vielleicht setzen wir uns einfach in ein Kaffeehaus. Mal schauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines.